Komm schon! Ein paar Ghoulies! Ein paar Ghoulies! Komm! Jetzt habe ich die Ulti drauf! Ich hab die Ulti-Truppe! Ich hab die Ulti-Truppe! Und Triple! Schade! Double, double, double! Ja, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich spiele Undertaker Yorick für euch in der Mitte. Also tatsächlich Yorick nicht top, sondern in der Mitte. Community gegen den Rest der Welt. Und ich starte auf jeden Fall mit Doran's Blade. Und einem Mana-Tank. Mal ganz... Diese Community. Problem ist hier, unsere Tristana hat sich überhaupt nicht eingeloggt. Und am interessantesten ist eigentlich das Jungle Battle. Rengar gegen Rengar. Der gegnerische Rengar ist vom Elo auf jeden Fall deutlich höher. Ich habe das gerade nochmal gecheckt. Der ist auch irgendwo im hohen Goldbereich. Ja, und ich spiele Yorick in der Mitte. Ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe und hochgeladen habe. Aber es ist so, dass Yorick wunderbar viel Sustain hat. Also der kommt in der Mitte auch schön klar. Der kann auch wunderbar zone. Das Einzige, was er nicht hat, ist eine schnelle Möglichkeit, den Gegner zu killen. Weil die Gegner haben meistens ein bisschen Range, bleiben ein bisschen weiter von einem weg. Vorteil natürlich, ich spiele gegen Fitz. Und da muss man mal schauen. Fitz ist Melee. Ah! Oh, das wäre geil. Das wäre Zucker gewesen. Wo geht Tristana jetzt lang? Hallo, Trissi. Hallo, Trissi. Und schön, unsere Tristana ist auch back. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich vermute... Okay, ich muss in die Lane. Damn, ich vermute, sie ist hier. Ah, sie portet sich da back. Und sie haben sie noch. Oder nicht? Sie ist jetzt gejumpt? Oder wie? Oder was? Lol, was für eine geile Early Action. So, unsere Tristana ist jetzt auch back. Wo ist Fitz? Fitz ist noch nicht da. Das ist... Okay, Fitz schon mal ein bisschen geschwächt. Das ist immer ein Vorteil. Am Anfang, wenn das passiert, ist das egal. Aber jetzt kann der sich nicht mehr backporten. Oh! Oh! Flash raus! Alter, ich hätte auch ruhig mal Ignite nehmen können. Ich habe aber TP genommen, weil ich einfach denke, ja, dann bin ich wenigstens schnell wieder... Alter! Schnell wieder... LOL! LOL, der hat massive Props. Und er kriegt zwei Ghouls ins Gesicht, wenn er jetzt kommt. Oh, und First Blood, Community, OP. Lauf auf den Fitz! Lol, der muss alles defensiv verballern. Das ist ja unglaublich. Ich liebe diese Ghule und deshalb hat es sich... auch gelohnt, Mana-Tränke zu nehmen. Alter, ist der weak. Ist der... Der hat doch der hat schon alle seine Tränke verballert. Ey, das ist geil. Das kommt gerade richtig geil. Yorick in der Mitte. Gegen Melees. Guckt euch das an. Und seine Minions haben jetzt sogar zurückgepressured. Er hat 3 CS. Verdammte Axt. Geilo. Und die geht jetzt really zurück. Komm, einmal nehme ich das Q, damit ich wirklich alle drei Ghouls im Notfall parat habe. Eben auch, wenn ich zum Beispiel gegankt werde. Und ich pushe jetzt, weil ich ja gesehen habe, dass Fitz zurückgeht. Und jetzt habe ich keine Mana, kann mir aber wunderbar die Träne leisten. Wow, nächster Kill. So, und die Träne ist natürlich gerade in der Mitte auch ein tolles Item, um genug Mana zu sammeln. Und um dann anschließend auch richtig schön snowballen zu können. Oder zumindest, um auch sehr, sehr viel für sein eigenes Team wegtanken zu können. Denn Yorick ist eigentlich jemand, den man auch ruhig ein bisschen tanky bauen kann. Also Spirit Visage sowieso super geil.
Jo! Hä? Wie lange will der mich fighten? Jo, Rick, der Totengräber. Junge, das kommt gerade unglaublich geil. Also ich bin gerade sehr überrascht. Aber ich pushe einfach weiter. Ich muss natürlich aufpassen vor dem, was der gegnerische Rengo vielleicht vorhat. Das weiß ich nicht. Gemeinsam mit Fitz werden die mich, könnten die mich schon haben auf jeden Fall. Zumindest bis ich mich hochgefarmt habe. Und Jorik ist jemand, der im Late Game auch durchaus 1v2 klarkommt. Dieser Fitz, er ist gleich weil er alle seine Fähigkeiten defensiv einsetzen muss. What the heck? Will er jetzt hier farmen oder was? Ui. Ey, ich find's wirklich pervers. Also ich verstehe schon, dass dieser Fitz fühlt sich doch jetzt verarscht. Und jetzt habe ich meine Ulti. Und die Ulti ist für Jorik so ein Ding. Also eigentlich ist man dann fast ungankbar. Weil automatisch, wenn der Jungler kommt, könnt ihr euren zweiten Jorik machen. Und automatisch seid ihr quasi zu zweit. Das passt eigentlich ganz gut zu diesem ganzen Totengräber-Kit. Dass Jorik einfach quasi seinen Geist nochmal hochholt. Oh, 2-1. Jetzt hat der Darius sogar seinen Kill bekommen. Ja, und was kauft... Oh, schönes Item. Das ist ein perfektes Item für mich. Ja, Schuhe sind vielleicht auch ganz geil. Ein super tolles Item. Wenn ihr in der Mitte spielt, wenn ihr Adela seid und gegen Apela spielt, ist eben hier der Hexdrinker und More of Mormorius, weil ihr einfach dieses tolle Schild bekommt und ihr natürlich auch ordentlich AD-Damage habt. So, möglichst wenig Minions verpassen an Möglichkeit. Und jetzt hat der Fitz sogar gepusht. Er hat 15 CS! Der wird ja total... Oh! Der wird ja total outzoned. 3, 2... Reicht nicht. Jop. Blue nehme ich. Auf jeden Fall das E hochskillen. Das ist der Sustain Ghoul. Dankeschön. Wie sieht's jetzt hier aus? Oh, der ist sogar ein Level. Also ich finde Jorik schon in der Mitte sehr, sehr eklig. Und gerade gegen so ein bisschen squishiere Lol. Das gibt's nicht. Der muss sein Trickster. Der Trickster ist für einen Fitz der interessanteste Utility-Spell. Er kann reinspringen, er kann rausspringen, er kann euch ärgern. Aber er kann es gerade nicht, weil er ihn immer wieder defensiv einsetzen muss. Alter, guckt's euch einfach mal selber an. Komm, Ghoul. Ah, ich wollte, dass du zu Fitz gehst. Junge, ich bin am Durchpushen und am Durchdrehen. Und das Geile ist, ihr seht es vielleicht, die Ghouls pushen auch. Na, mich wundert's, dass der Rengar noch nicht da war. Das sind ja auch alles Premates. Wir sind alles Premates. Und ich habe Blue. Und Blue ist natürlich für Jorik genial. 205 Stacks.
Ich sag's doch. Mit meiner Ulti kann mich niemand haben. Ey, das ist so unglaublich, Anjurik. Wirklich. Oh oh. Oh oh. Oh! Papi hat so overextended. Okay, ich habe mich ein bisschen zu unbesiegbar gefühlt. Aber das machen wir schon noch. Oh, das ärgert mich ja. Ich hab TP. Ich hab TP und damit bin ich sofort wieder da. Und Rengar hat Ulti. Nee, hat er nicht. Hä? Komm schon, Rengo! Er hat keinen Tower. Der Fitz hat doch keinen Tower. Hallo, Rengo! Was will der jetzt? Der wird geslowt. Bob. Erstmal geslowt. Und gleich kommt noch ein... Jop! Und noch ein Ghoul drauf. Und boom! Die Community steht für einen ein. Und ich war nicht alleine. Wir waren sogar zu dritt. Wahnsinn. Sogar der... Lol, jetzt sind wir sogar zu viert. Wir können einfach durchpushen, oder was? Was spielt der Blitzcrank? Kein AP-Blitzcrank, okay. Das hat uns jetzt ziemlich weit nach vorne gebracht. Und das finde ich geil. Wenn die Gegner tot sind, auch im Ranked, einfach mal einen Tower pushen, ein wichtiges Objective holen. Alter, die Mitte ist gerade so dominant gewonnen. Na komm. Na komm. Hier kommt doch gleich noch jemand, oder? Komm schon! Ein paar Ghoulies! Ein paar Ghoulies! Ah! Komm! Jetzt habe ich die Ulti drauf! Ich hab die Ulti-Truppe! Ich hab die Ulti-Truppe! Und Triple! Schade! Double, double, double! Yeah, buddy! Und da wollte Rengo nochmal kommen. Hallo, Rengo! Alter. Das Problem ist, wenn ihr die Ulti von Jorik auf einen Mate schmettert, dann kann er auch, glaube ich, diese Figur steuern. Und das ist das Problem, weil viele sich darauf einfach so schnell nicht einstellen können. Aber Jorik ist schon extrem wirkungsvoll mit seiner Ulti. Das ist ja so ein bisschen wie bei einer Nami. Nee, wie bei einer Lulu. Wie bei einem Silean. Leute, die wirklich ihre Mates richtig schön schützen können oder für so einen Vorteil dadurch sorgen, dass ihr quasi auf einmal mehr Spieler seid. Und ihr habt dann halt einen mehr, bei Lulu auch, ist einer richtig schön geschützt, bei Kaylee zum Beispiel auch, richtig toller Schutz. Und was fehlt mir hier? Ich brauche gar keine Lebensregeneration, also zumindest keinen HP-Pot. Ja, und den Rest lassen wir erstmal so. Und Darius gegen Olaf! Wie geht's aus? Wie geht's aus? Wie geht's aus? Die Blutung? Sie reichen nicht. Die Blutung ticken über 5 Sekunden und in der Zeit regeneriert man ja auch immer noch ein bisschen Leben. Oh, aber da kommt schon Rengar. Alter, wie schnell der ist. Wow, und er ist tot! Yo, er ist tot! Würde ich mal sagen, echt good job, Olaf, ne? Alter, wie viel Schaden da kommt. Wie viel verdammter Schaden da kommt. Und dieser Undertaker-Skin. Junge, was ist das, Junge? Der Mann in der eisernen Maske? Oh mein Gott, und mit hochgesteckter Träne, beziehungsweise die ist ja erst halb gesteckt, habe ich echt keine Mana-Props mehr. Oh, oh. Und das ist der Vorteil von der Mitte. Ihr kriegt einfach ab und zu Blue. Kriegt ihr ja in der Top-Lane nicht und müsst dann mehr mit eurem Mana-Management aufpassen. Na komm, frisst. Ah! Komm! So, dankeschön. Oh, was geht hier ab? BC! Ich komme! Joho!
Das war easy. Das war echt easy. Es überrascht mich auch immer wieder, wie viel Schaden Jurik macht. Und das macht sogar noch richtig schön dicken Bonus-Damage. Rengo hier. Rengo hier, ich habe ihn gesehen. Alter, wir haben gerade hier so eine Dominanz! Hier ist er! Pack ihn hier! Slow ihn irgendwie! Bam, 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 bam! Und tot, Baby! Tot! Und sogar TP abgebrochen, Alter! Wir sind gerade so dominant, haben die ganze Map Control. Und die Gegner können nicht mal in ihren eigenen Jungle sich frei bewegen. Geiles Game. Und vor allen Dingen geiles Zoning durch Jurik. Finde ich echt klasse. Also würde ich fast sagen, man kann den auch mal so im Ranked auspacken. Man muss natürlich nur sehen, dass man auch gegen den richtigen Gegner spielt. Also gegen Ranged Champions würde ich es euch nicht empfehlen. Aber gegen Melees durchaus mal machbar. Okay, der Olaf ist, glaube ich, noch stark bei den Gegnern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Diese Ghoulies, Alter, diese Ghoulies. Natürlich geben die Ghoulies auch ein bisschen CS. Ich habe vor nichts Angst. Wieso wird hier so viel gepinkt? Junge, wir sind unbesiegbar. Wir sind die Community! Oh, geht nicht. Geht nicht. Oh! Oh! Was ist denn bei der los? Really? Really? Geiler Grabscher von Darius. Wir warten jetzt einfach hier. Und pushen weiter. Diese Community, dieses Game. Einfach nur geil. Ich kann aber auch zone. Ich kann alles wegtanken. Oh! Meine Ulti ging nicht mehr drauf! Oh verdammt, oh verdammt! Wir sind echt ein bisschen zu lange geblieben! Lauf, Tristana, lauf! Nein, 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 nein! Ich hoffe, sie kann noch jumpen. Ich hoffe, sie kann noch jumpen. Das kann sie. Rengar kommt jetzt zum Schutz. Schön, der Slow kam gut. Okay. 3000 Money. Daraus kann man was machen. Daraus mache ich zwei Sachen. Und zwar einmal baue ich mein Maw of Mormorius fertig und baue mein Mana Immune fertig. Bei den Schuhen würde ich Abklingzeitverringerung oder die Tank Boots nehmen. Fünfer Boots sind auch gerade schön, um sich schnell zu bewegen, um schnell hinter den Gegnern herzukommen. Auf jeden Fall erstmal ein Vision Ward. Ein Vision Ward ist auf jeden Fall immer mal Pflicht. So, und ich habe TP. Ich bin einfach direkt wieder dran. Ich finde echt Jurik mit TP auch in der Mitte ist eine sehr gute Wahl. Und boom! Junge, diese Range. Das macht auch einfach das sichere Farm möglich. Auch in der Mitte. So, zwei Minions im Gepäck. Reicht das? Das reicht. Oh!
Guckt euch mal an, wie ich mich heile. Guckt euch das mal an. Ey, diese Ghouls, die sind verrückt. 100% des Schadens heile ich mich an Minions. So, jetzt bin ich gleich wieder voll. Oh. Das ist ziemlich geil, dass wir hier so viel Druck machen, weil unsere Supervasallen ja mit der Zeit auch langsam so ein bisschen pushen. Oh. Oh. Zerfetzt, richtig zerfetzt. Oh, und die Ulti von Nami kam auf jeden Fall deutlich zu spät. Easy! Hä? Was? Ey, das ist ja schon... schon ziemlich greedy, oder? Ach, sie haben surrendered! LOL! Hammer-Spiel! Interessant, wie gut Yorick funktioniert hat gegen einen Nahkämpfer. Und wir sind Community, wir waren mal wieder OP. Richtig gut gespielt von euch allen. Ich grüße euch, die dabei waren. Ich bin euer Powerwort und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. GG!